Heute ist natürlich das passende Wetter, um einen Winterschnitt an so einer Glycinie durchzuführen. Und weil es mich ein bisschen anscheisst, im Regen arbeiten, gehen wir jetzt auf den trockenen Balkon. So eine Glycinie, die fängt so Ende April bis etwa im Juni an blühen. Je nachdem, was für Witterung das ist, kann sie auch noch das zweite Mal blühen im Jahr. Und normalerweise schneidet man sie einmal im Sommer. Da schneidet man all die langen Triebli ab. Das ist in dem Fall jetzt nicht passiert. Und im Winter schneidet man dann alles bis aufs Grundgerüst eigentlich noch zurück. Wir haben eigentlich hier einen Haupttrieb, wo wir aufziehen wollen, und den wollen wir eigentlich auch erhalten. Und dann haben wir hier die Seitentriebe, und die wollen wir eigentlich nicht. Man sieht jetzt eigentlich recht gut an diesen Augen oder an diesen Knospen, wo er dann nachher dann wieder wird weiter austreiben. Und im Winterschnitt schneiden wir eigentlich all die Seitentriebe, die wir gar nicht wollen, die schneiden wir so auf 2 bis 3 Augen zurück. 1 Auge, 2 Auge, 3 Auge und schneiden dann den ab. Da oben haben wir genau das Gleiche und schneiden dann den ab. Und lassen die stehen, und von da aus kommen dann nachher eigentlich wieder die schönen Blüten. So Glycinien werden ja auch noch gerne genutzt, um wirklich Fassaden beranken oder Pergolas. Und die sind manchmal nicht so einfach zu erreichen, zum Schneiden. Darum gibt es da so eine Stangenschere. Die ist ziemlich cool. Da kommt man eigentlich ganz einfach auch an die Höhentriebe an. Man kann die in der Höhe verstellen. Da gibt es auch mehrere Modelle. Und kann dann eigentlich ziemlich einfach die Triebkappe, ohne dass man eigentlich auf die Leiter steigen muss. Sehr, sehr praktisches Tool. Es ist recht wichtig, die Glycinie auch wirklich unter der Schere zu behalten, sonst fängt sie so wie hier an, in die Storchkäste reinwachsen oder um den Dachhängel herum, kann ganze Ziegel lupfen und so wirklich auch Schäden verursachen, wenn man sie nicht regelmäßig schneidet. Beim Glycinien oder Blauregen sagen auch die einen dazu, die haben verschiedenste Sorten. Vom Schneiden her sind sie aber eigentlich alle gleich. Es ist gar nicht so einfach, wenn die so verwuchert ist, wirklich zu sehen, welche Triebe man behalten und welche nicht. Darum macht es auch durchaus Sinn, die mit einem Rankgerüst ein bisschen zu führen, und dann schlängeln sie sich eigentlich automatisch rundherum. Schlängeln. Du siehst, so eine Glycinie schneiden ist eigentlich gar nicht so einfach. Es ist einfach wirklich mega wichtig, dass sie du von Anfang an führen tust und dir auch überlegst, was du überhaupt möchtest, und sie dann regelmäßig dann zurückschneiden tust. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen, und wenn du noch mehr so Gartenvideos möchtest sehen, dann hau doch ein Abo drauf.